So, da wären wir wieder. Ich würde sagen, zuallererst das Aufräumen angesagt haben. Wie? Okay, Plan. Wir bauen hier unten eine Kiste. Kiste. Und da kommen die Sachen rein, mit denen wir immer wieder arbeiten werden, was Werkzeug angeht. Und ich habe gar keinen Questbuch. Questbuch ist eh doof. So. Kiste kommt. Ach, hier hatten wir auch so ein Ding. Kiste kommt hier vor. Da rein kommt der Hammer, der erstmal nicht gebraucht wird. Item Ducts. Fluid Ducts. Wassereimer sollte ich bei mir im Körper tragen. Schuhe sollte ich im Körper tragen. Crescent Hammer eigentlich auch durchgehend. Das heißt, so viel Kram ist hier gar nicht. Es muss nun immer nach oben gebracht werden. Oh, das wäre ein schönes nifty Feature. Ich habe mir gerade überlegt, dass wir hier eine Kiste oder so hinstellen und den Item Ducts nach oben auf die nächste Plattform. Sodass wir nicht immer von alles nach oben und unten tragen müssen, sondern einfach hier unten die Sachen reinschmeißen, die später irgendwann mal eingeschmolzen werden sollen. So eine Art Gegenstandsfahrstuhl. Nur halt mit Röhren. Ja, komm, warum nicht? Dürfte nicht allzu schwer sein. Wir nehmen noch eine Kiste. Wir haben hier viel Redstone, sehr schön. Du bist ein doofes Erz. Weil du noch so roh bist. Okay, die Plattform war noch gar nicht fertig, oder? Das scheint die richtige Höhe zu sein. Sollte erst die Kiste aufstellen. Da ist eh die Dingens. Hier ist die Wand. Ich lasse das Ding einfach direkt neben der Smeltery rauskommen. Hier war der Mittelpunkt. Ja. Also. Hier? Oh, war ja. Na, mal gucken. Also in die Kiste soll jetzt alles rein, was eingeschmolzen werden soll. Das Crushed-Zeug und Broken-Zeug können wir eigentlich wegwerfen. Also ja, wir können es natürlich sammeln und in Viererblöcken hochkombinieren, also was. Aber wir bekommen Quarz, Dust schmelzen wir nicht ein. Aber wir bekommen jetzt doch recht viel von dem Zeug, weil wir immer wieder sieben wollen. Flupp. Was machst du eigentlich gerade? Du stellst Gravel her. Ja, nee, wir sollten es nicht wegschmeißen. Weil ich hatte ja letzte Folge auch schon erwähnt, wir werden doch noch eine ganze Weile hier Gravel durchsieben müssen, bis wir die Diamanten bekommen. Und dann bekommen wir halt dieses doofe Zeug. Also crushed. Oh. Ja. Na gut, also Lava produziert, Energie produziert, Pulverizer läuft. Item Ducts. Wir brauchen mehr Item Ducts und die brauchten Lead und Tin. Haben wir nicht dabei. War doch Lead und Tin, oder? Duct. Was macht eigentlich ein Impuls-Item Duct? Configure with an empty hand. Transfers items quickly. Ja, nö, ist nicht ganz so wichtig, schnell zu transportieren bei uns gerade. Hauptsache, es kommt oben an. Und ja, es war in der Mitte Blei und außen Tin. Gut, also. Wir können die Sachen jetzt nicht so hoch transportieren, also müssen wir es doch wieder von Hand machen. Und ich nehme mal das mit, was wir am ehesten brauchen. Und du kannst so lange hier warten, Gravel. Den Weg nach oben müssten wir auch nochmal sicherer machen. Aber erst, wenn mein Inventar ein bisschen besser sortiert ist. Und ja, der Zombie ist immer noch da, ich weiß. Und da. Ja, es ist so viel zu tun. Und ja, der Turm da ist ein Mahnmal für nicht fertige Arbeit. Der muss noch komplett abgeschlossen werden, weil wenn ein Dach drauf ist, dann friert auch das Eis nicht ein und es kommt mehr Monster runter. Und wir sollten dann noch eine Etage eventuell oben drauf setzen, die drei Felder hoch ist. Wo dann Dingensbums uns bauen können. Enderman. Und ich will nur die Knochen haben, verdammt. So. Ja, Enderman brauchen wir für eine ganze Menge Zeug. Primär für die Perlen. Also die Perlen brauchen wir für eine Menge Zeug. Primär für Item Hopper und solche Sachen.
Die nicht Void Happer, wie heißen die? Vacuum Happer. Die brauchten die Perlen. Und da war noch mehr, das fällt mir nur gerade nicht ein. Miau. Ach ja. Holz. Das Stick ist schon voll. Pfeile können weg. Du weg, du weg, du weg. Fertig. Ja, ich glaube schon. So, Neusetzen ist später angesagt. Oh, wo ich die Farm so halb im Augenblick gesehen habe. Lava müssen wir auch noch auffüllen. Viel zu optimieren, viel zu optimieren. Die Farm. Da muss ich eine Gießkanne basteln. Eine Gießkanne super. Die kannte ich bis vor kurzem noch nicht. Vielen Dank an die Kommentare in die Richtung. Eine Gießkanne nennt sich Watering Can. Brauche einfach nur das hier. Da kann man auch Bomben umreiten. Okay, also eine Watering Can, damit stellt man sie einfach in einen Block Wasser. Und dann kann man damit sehr, sehr lange Pflanzen bewässern. Und das hat einen ähnlichen Effekt wie Bone Meal. Nicht ganz so stark, aber wirkt auf einem recht großen Radius. Und ist dementsprechend irre praktisch. So, was haben wir drin? Wir haben drin viel Eisen und Blei. Also hauen wir jetzt Kupfer. Haben wir alles in Eisen rein und ein bisschen Blei. So, das Holz. Was machen wir mit dem Holz? Haben wir eine Kiste? Wir haben eine Biokiste, ja, und die ist proppevoll. So. Die Wand. Ja, das ganze Zeug sollte raus und sollte hier rein. Die Kiste ist nicht so klein. Haben wir die besseren Kisten installiert? Guck mal ganz kurz. Chest. In diesem Modpack. Iron Chest gibt's. Copper Chest. Aber nicht genug Copper. Oder? 3 Copper. Doch, 20 Kupfer. Das ist sehr gut. Also ja, ich hätte gerne hier die besseren Kisten. Dass mehr reinpasst. Bis dahin sortieren wir es dermaßen aus, indem wir Sachen, die wir nicht brauchen, einfach runterschmeißen und das Void-Monster füttern. So. Safari-Netz, Basic Material Processing, 2/4 Herzen sind Bio. Wofür warst du? Wofür warst für Samen? Wofür warst du? Deko-Zeug. Ich glaube, es ist Zeit für Schilder. Seeds. Und Deko 2. Da hinten ist irgendwo noch Deko 1 und wir haben überall Deko-Zeug. Du hast keine Flüssigkeit mehr. Sind wir nicht irgendwie so letzte Folge oder so runter, um unter anderem auch Lava zu holen? Wow. Unter anderem auch Lava zu holen? Ich denke, da war was. So, einmal Lava. Zweimal Lava. Das könnten wir auch automatisieren und damit optimieren, indem wir hier einfach einen Fluidakt hochstecken und dann hier hinten, ich glaube, einer von denen da ist, nee, gar nicht, einer von denen hinten muss das sein, ist der Tank. Und dann drücken wir dem Tank einfach von unten einen Fluidakt rein und dann müsste sich nach und nach füllen. Das wäre auch eine sehr schöne Änderung. Ich sollte mir echt eine Liste machen von Sachen, die... Was wäre jetzt doof gewesen? Eine Liste von Sachen machen, die ich möglichst schnell abarbeite. Aber erstmal Lava. Lava. Stacken. Die gehörten hier mit rein. Oh, und wir haben... Oh, sehr schön. Wir haben volles Herz. Extra Leben, jo. Ding, 5 Leben. Fühlt man sich ja sogar richtig sicher langsam. Juicer, Abelsaft. Nom 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 nom. So, ist das Metall jetzt fertig geschmolzen? Eisen 17. Können wir es was ablassen? Kupfer, Eisen und Blei. Nee, Quatsch. Ja doch. Kupfer, Eisen und Blei vermischt sich nicht zu irgendwelchen Legierungen untereinander, richtig? Richtig, also haben wir jetzt ganz viel Kupfer da rein. Eisen.
Ja, Seed Bricks brauchen wir noch viel mehr. Clay haben wir, Dust habe ich nicht durchgerödelt. Die Sache einsortieren. Noch ein sehr hilfreicher Tipp war das Doppel-Rechtsklicken auf die Jabba Barrels. Wenn ich jetzt irgendwas einsortieren will, wobei das hier noch gar nicht geht, weil wir keinen Platz haben. Ich mache mal kurz Platz. Shift-Rechtsklick, so, Haken weg, weg mit dir. Du weg. Raus mit dir. Alles doofe Zeug da rein. So, sagen wir mal, wir tun jetzt ein Gold da rein. Sichern das. So, und ich habe jetzt die 2 Gold irgendwo im Inventar. Und mache jetzt einen Doppelrechtsklick drauf. Zack, tut es automatisch rein. Das heißt, das Ding durchsucht komplett mein Inventar. Ich muss also nicht jedes Mal mein Inventar so rumsortieren, dass die Sachen hier unten drin sind. Ich gehe einfach Schritt für Schritt die Barrels durch, wo ich weiß, dass was drin sein muss. Also hier, Doppelrechtsklick. Was haben wir noch? Aluminium, Brass, Invar, Aluminium, Lead. Boah, ja, ganz viel einsortieren. Achso, da rein, du raus, du raus, du rein, dich sichern, dich sichern, dich sichern, dich entsichern, dich entsichern, dich raus, dich raus. Dich rein, dich sichern, dich sichern. Krams da rein, kein Platz mehr. Barren, Barren, Barren. Bonemehl gehört zu Bio eigentlich. Du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg. Du kriegst ein extra Fach, du kriegst ein extra Fach. Du kannst dahin, du kannst raus, du kannst dahin, du kannst raus, du kannst dahin. So, wird doch langsam. Doppelrechtsklick, Doppelrechtsklick. Ramsch weg, Ramsch weg, Ramsch weg. Du, jo. Also, Gunpowder kriegt auch noch ein Fach hier in der Wand. Auch wenn wir es nicht so häufig brauchen werden, aber ne? Glowstone auch, Redstone sowieso. Redstone ist super wichtig. Achso, nicht sicher. Raus, raus, raus. Raus, raus, raus. Du noch, du noch. Sichern, sichern. Du bist kein Plastik, du bist Pulverized Tin. Du kommst raus, du kommst raus. So, wie schaut's hier aus? Alles ist geschmolzen. Eisen rein, Kupfer rein. Noch Platz? Nö. Okay. Aber das Inventar lichtet sich. So, Deko-Blöcke haben hier nichts zu suchen. Deko-Block hat hier nichts zu suchen. Wir wollten eigentlich demnächst auch noch eine Werkzeugkiste haben. Aber demnächst ist nicht jetzt. Quarzkristalle kommen ebenfalls in die Wand. Du kommst dahin, du kommst dahin. Du gehörst mit zu Bio. Aluminium hat schon ein Fach. Gold hat schon ein Fach. Plastiksheets, oh, weiß ich nicht. Das kommt in die Wand, das kommt in die Wand. Quicksilver Drop. Nee. Gunpowder wird einsortiert. Du kommst in die Wand. Appetite. Auch wenn wir das nicht so häufig benutzen, ist es primär für Dünger da. Aber wir werden davon so viel bekommen, dass es auf jeden Fall einen Platz in der Wand braucht. Lapislazuli. Du da rein, du da rein. Ah, ist das schön, das Inventar lichtet sich. flop. Da rein. Das war übrigens auch noch ein sehr guter Tipp, der mir jetzt allerdings viel zu spät eingefallen ist. Wenn wir die Sache einschmelzen, das jetzt nicht unbedingt. Wenn wir die Sache einschmelzen, würde das jetzt 16 Slots verbrauchen hier drin. Wenn ich es allerdings kombiniere, so, verbraucht es nur 4. Und wir kriegen trotzdem genauso viel flüssiges Metall am Ende raus, was ja doch recht praktisch ist. Das kann auch mit da rein. 3 Ingots, die lassen wir kurz so raus. Nicht, dass wir aus Versehen irgendeine doofe Legierung bekommen. 2. 3. Und einsortieren. Blei. Blei hatten wir auch eingegossen. 5 Nuggets. 5. Was? Molten Lead, 3 Ingots. Die brauchen wir für Item Ducts, das ist doof.
Aber vielleicht kommt ja noch bei dem anderen Punkt was rum. Ja, 9. Stopp, 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 stopp. Immer noch 9? Ja, 9 ist nämlich ein ganzer Block. Da spare ich mir doch dezent Zeit bei. Also, das brauchen wir. Das brauchen wir. Und dann können wir Item Ducts herstellen. Tada! Item Ducts. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt fehlt Tin. Tin wollte ich nicht mischen, weil hier noch Kupfer drin ist. Kupfer, ein Block abladen, ein Barren abladen. Aus dir Barren machen. Dich abholen. Das war die Todeskiste. Ah, und zum Geier habe ich die. To oh, Essen. Warum habe ich die Todeskiste nicht ausgesortiert? Kein Deko-Block, Deko-Block, Deko-Block. Kein Deko-Block, Eisenblock. So, also Todeskiste, komm mal her, wir brauchen die 10 Kisten. Wir hätten jetzt nämlich gerne Kiste, Copper Ingots, eine Copper Chest. Hat genauso viel Platz, wenn ich mich recht entsinnere, wie eine Double Chest. Also 6 mal 8. 5 mal 8. Ja, okay, nicht genauso viel, aber ne, schon ganz schön viel, dafür, dass es nur einen Block wegnimmt. Und das kombiniert sich nicht mit anderen Kisten. Die könnten wir noch zu einer Eisenkiste aufwerten und zu einer, was weiß ich, Kiste. Haben wir Eisen über? Block auf Eisen-Inventar. Ja, wir haben eine Eisenkiste über. Wo ist meine Pick?